wir auf dem Weg zum Mobilitätsdienstleister, wir immer stärker digitalisiert und auf der anderen Seite die Städte und Gemeinden mit immer größeren Verkehrsherausforderungen. Was können wir tun bei Parkraummanagement? Was können wir tun bei der Digitalisierung? Was können wir tun bei der Verkehrsverflüssigung? Was können wir tun bei der Erhöhung der Verkehrssicherheit? Eins ist sicher, auch wenn wir auf viele Fragen noch keine Antwort haben, es wird nicht gelingen, wenn jetzt jeder für sich allein macht, sondern diese Abstimmung mit der öffentlichen Hand, mit dem Nahverkehr, wenn das nicht ineinander greift, wenn jeder nur auf seinem Beharren bleibt, dann werden wir diese Mobilitätsthemen nicht lösen. Also können Sie eigentlich ein Unternehmen nur noch darauf trimmen, möglichst schnell zu sein, möglichst flexibel zu sein. Und wir sind in einer gefährlichen Situation für die Autoindustrie. Die Deutschen sind nicht die Early Adopter, vielleicht eher die Late Adopter. Das heißt, die Deutschen prüfen erstmal, probieren es vielleicht ein bisschen aus in ihrem Carsharing-Programm und dann, glauben Sie, wird das irgendwann ein Schub werden. Was sind denn Ihre Prognosen? Wir gehen davon aus, dass so bei 2025 in unserem Portfolio ungefähr 20-25% der verkauften Fahrzeuge rein elektrische Fahrzeuge sein werden. Sozusagen der größte Hebel wird dann sein, wenn man anruft und sagt, ich hätte gerne ein Auto, das fährt selber vorbei, fährt dann irgendwie hin. Was wäre, also sozusagen, was ist Ihre Prognose? Wann wird das eine Realität und welchen Hebel hätte das, um die Straßen und den Stau wegzubekommen? Technisch werden wir 2021 in der Lage sein, ein vollautonomes Fahrzeug anzubieten. Wir glauben, dass es so passieren wird, dass man erstmal auf Autobahnen oder Schnellstraßen, weil es, sagen wir, vom Umfeldmodell noch relativ überschaubar ist. Es gibt eben keine wilden Radfahrer, die bei Rot über die Ampel fahren, Fußgänger, die keine Ampeln berücksichtigen mehr. Das gibt es dort nicht, insofern ist es dort überschaubar. Der nächste Schritt wird sein, dass viele Großstädte dieser Welt Teilbereiche ihrer Städte freigeben, um eben dann vollautonomes Fahren auch live in der Stadt zu haben. Die Gesetzgebung, alles ist da und trotzdem wird es nicht zu einem schnellen Rollout kommen, weil die Menschen es nicht sofort so akzeptieren. Nach 2030 und wir haben die vollautonome Stadt, dann wird es einen erheblichen Impact haben auf die urbane Mobilität. Weil dann wird es so sein, dass Sie mit deutlich weniger Fahrzeugen alles bewerkstelligen können. Wir brauchen dann keine Ampeln mehr, wir brauchen keine Verkehrsschilder mehr, wir brauchen auch keine Parkplatzanlagen mehr. Die können wir alle wieder begrünen. Die Parkhäuser können wir umbauen in Wohnungen, da haben wir eh viel zu wenig. Ich fand gerade zu hören, wie BMW diese Zukunftsszenarien auch ein Stück weit für sich selbst austariert, sehr interessant, weil es auch sehr konkret wurde, zum Beispiel, wann glaubt man, wann E-Mobilität mit welchem Marktanteil im Markt ist, wann glaubt man, wann autonomes Fahren auch tatsächlich kommt. Also heute war die Diskussion so, dass man sehr viel Informationen hat mitnehmen können, wie ein Unternehmen, ein wichtiges Unternehmen in der Branche auch tatsächlich denkt und diese Puzzlestücke sich selbst dann für die eigene Szenarienplanung, die man ja als Startup immer machen muss, letzten Endes zurechtlegen kann. Ich gehe mit großer Zuversicht aus dieser Gesprächsrunde heute heraus. Ich habe beginnend mit meiner Zeit als Bundesverkehrsminister viel Pessimismus erlebt in der Fachwelt und ich habe immer gesagt, Leute, wir sind viel, viel besser, was Elektromobilität, was Fahrzeugbau anbelangt, was den Umgang mit Daten und so weiter anbelangt, als gemeinhin getan wird.